Pause an den Bildschirm. Ich habe hier einen Bamberger Spieler vom Mikrofon, Lukas Tattert. Der ist nicht nur spielstärkster Spieler bei Bamberg, sondern auch Nationalspieler und wird sicherlich auch mit nach Italien fahren zu den Europameisterschaften. Vielleicht ein Kommentar zu dem Spiel. Ihr habt ja sehr deutlich gewonnen. Also das muss ich erstmal dementieren. Spielstärkster Spieler bin ich bei uns nicht. Das ist eher eine Mannschaftsleistung. Wir haben jetzt fürs erste Spiel ganz gut gespielt. Wir haben vielleicht vorne ein bisschen Druck vermissen lassen. Das muss man noch bessern. Es ging jetzt 4-0 aus. Wir hätten aber mehr Tore machen können. Wir hatten eigentlich bessere Chancen. Ein, zwei Konter kamen auch durch. Das ist vielleicht auch nicht so ideal. Also da müssen wir auch noch ein bisschen gucken. Das Becken ist halt lang. Da muss man gut sich darauf einstellen. Naja, schauen wir mal. Es war ja euer erstes Spiel heute. Wer ist denn euer nächster Gegner? Wir spielen jetzt als nächstes gegen Bottrop. Die haben ja schon gegen Duisburg verloren. Also ein sehr leichter Gegner wahrscheinlich, zu schlagender Gegner, ja? Glaube ich eigentlich nicht. Wir haben Bottrop eigentlich eher als stärkste Mannschaft in unserer Gruppe mit uns eingeschätzt. Jetzt haben sie sehr hoch gegen Duisburg verloren. Das ist für uns eigentlich überraschend. Jetzt lassen wir uns mal über... Ihr seid ja schon als Favorit für die Meisterschaften hier gesetzt. So, man munkelt, ihr werdet deutscher Meister. Wie sind deine Einschätzungen? Ja, ich glaube auch, dass wir gewinnen. Wir haben jetzt dreimal in Folge gewonnen. Wir haben eigentlich auch in der Saison alle Teams dominiert in Deutschland. Ich meine, es kann im Sport immer schlecht laufen. Man kann sich ein blödes Tor einfangen und dann sieht es ganz dumm aus. Aber wenn alles gut läuft und wir eine ordentliche Leistung abliefern, dann gewinnen wir hier. Hattet ihr denn jetzt einen Ausfall während des Spiels? Nee, wir haben einen Ausfall. Ein Spieler von uns ist in Amerika, beruflich bedingt. Aber sonst sind wir komplett. Vielen Dank fürs Interview.